Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Unboxing-Hardware-Vorstellungsvideo. Ich habe keine Ahnung. Es geht um die PS4 Pro Wandhalterung. Und zwar habe ich davon zwei. Eine geht in die Verlosung, eine bleibt hier für meine PS4 Pro an der Wand. Die packen wir jetzt mal aus und werden uns die mal ganz genau angucken. Ich weiß nicht, ob ich da ein Unboxing und ein Hardware-Video mache oder ob ich gleich alles in einem Video mache. Und dann halt wieder ein Video, wo ich, weil die PS5 kommt ja auch noch, die Wandhalterung, ein Video, wo ich euch die Farben dann zeigen werde und so. Ich denke mal, so werde ich es wieder machen. So, dann werden wir euch mal runterrichten. Die Große hat mir schon ihre PlayStation gebracht. Wir haben einmal einen Karton, einmal einen Zettel, damit, wenn die Folie abgemacht wurde, keine Garantie mehr ist und kein Umtausch. So. So, das ist die Wandhalterung, weil ich habe da ein paar spezielle Kommentare lesen, würde ich mal so sagen. Da haben viele halt vergessen, einfach die Folie abzumachen, die man ja sieht, dass hier eine Folie ist. Und haben gesagt, das sieht bläulich aus und es zerkratzt. Und ja, ist klar, man muss die Folie abmachen, dann sind die Kratzer nicht da und dann ist es durchsichtig. Aber egal. So. So, wir haben die Wandhalterung. Wir haben einen Zettel mit bei. Wir haben einen Karton. Hier sind Aufkleber mit bei. Auch wieder von Snapseller. Damit können wir die LED dann festkleben. Weil wir können die LED entweder so reinkleben oder verkehrt rum reinkleben. Erkläre ich euch gleich alles im Video. Dann haben wir zwei Schrauben mit Dübeln. Es sind auch die guten Schrauben mit den rot-grauen Dübeln. Und dann haben wir noch den USB-Kabel mit der Fernbedienung. Ich gucke gerade mal, dass der hier wieder mal zoomt. So, fokussiert, da. Da seht ihr das. So, das haben wir alles im Lieferumfang mit drinne. So, bevor wir zu den LEDs kommen, noch schneller zu den Schrauben. So, und zwar, wenn ihr die Löcher in die Wand bohrt, so, die Schraube reinmachen, aber lasst die so ein Stück rausgucken. Seht ihr das? So ein Stück. Und hängt das auf. Und erst dann zuschrauben, damit die Schraube verschwindet. Weil sonst ist es ein bisschen knapp oder könnte sein, dass ihr zu fest geschraubt habt. Also nicht mehr genug Platz ist und dann ruppt er daran rum und dann ist es nicht so schön. Deswegen ein bisschen Platz lassen, reinhängen und dann erst rein. Und denkt dran, nach fest kommt ab, also nicht zu weit. Mit dem Elektroschrauber oder so einfach brrrt. Nicht, dass euch das da ausbricht, dann habt ihr auch ein Stück Kont. So, jetzt kommen wir zu dem LED-Streifen. Und zwar kommt der LED-Streifen auf der Rückseite. Ich zoome euch mal ran. So, der LED-Streifen kommt auf der Rückseite hier unten rein. Und da könnt ihr euch aussuchen, also eigentlich sagt der Hersteller, der LED-Streifen soll so, nicht so rein, ja? Also so ist der Klebestreifen, ja? So soll sie nicht rein, die soll so rein, damit die LEDs ins Plastik gehen. Ihr könnt euch auch aussuchen, wie ihr um die PlayStation hier reinstellt, das ist hier
Der Schacht hier für die LEDs, das sind beide Seiten offen. Ne? So. Aber ihr könnt das dann halt, hattet, ich mach das nochmal, so. Und dann nehmt ihr die Aufkleber von Snapseller, die mit bei sind, und klebt die dann hier einfach drüber. Einmal da und einmal hier hinten. Und dann ist das LED-Band so, dass die LEDs praktisch nach innen zur PlayStation scheinen. So werde ich es diesmal auch machen. Wir können uns das ja auch mal angucken, ob da ein Unterschied besteht oder nicht. Wir brauchen dafür aber jetzt erstmal noch Strom. So. Hoppala. Jetzt nehmen wir mal hier den Strom raus und machen hier den Strom ran. So. Und damit das schön hält, machen wir mal eine PlayStation rein. Ist auch richtig passend gemacht. Sieht richtig geil aus. Also Maßarbeit auf ganzer Linie, würde ich sagen. So, ich mache mal jetzt schon oben aus. Mache euch ein bisschen höher. So. Wie gesagt, draußen ist noch Licht. Ich werde auch noch ein Video machen, wenn es komplett dunkel ist. So, und zwar. Ich nehme ein richtig kräftiges Blau. Wie es von der PlayStation vorgesehen ist. Türkis, Rot, Grün, Blau. Hier sind mehr Farben mit bei. Hier kann man mehr Farben anschalten. Irgendwie habe ich das Gefühl. Verschiedene Zwischenfarben. So, jetzt haben wir ein reines Blau. So, und wenn wir die jetzt auf die Rückseite machen. So. Jetzt sind die LEDs Richtung Wand gemacht. Ja, also wie gesagt, ich habe die Schutzfolie noch drauf. Ohne Schutzfolie leuchtet es natürlich noch ein bisschen mehr, aber ich traue mir die noch nicht abzumachen, weil die kommt dann erst dran, wenn sie im Kinderzimmer angebaut ist. So. Und wenn wir das jetzt einfach mal umdrehen, dass die LEDs Richtung PlayStation zeigen. Warte mal, da muss ich nochmal gucken. Hoppala. So. Gut, da fällt denn schon auf. Ich habe es jetzt noch mal so reingemacht, wie sie eben waren. So. Und jetzt drehe ich es einfach mal um. Ja gut, doch. Da ist es doch wirklich ein schöneres Licht. Muss ich sagen. Da sieht man wirklich was. Beim Ständer. Ja, da steht's ja. Aber hier sieht man wirklich, dann leuchtet das wirklich bis nach vorne und hier rum. Also hier hoch. Sieht wirklich sehr toll aus. So. Müssen wir mal gucken. Das war das mal hier so durchschalten. Wo ist denn hier der Knopf? Da. Oh, Türkis. Sieht auch richtig geil aus. Na, warte mal, wir werden das doch mal. Also definitiv ist das so ein Unterschied wie Tag und Nacht. Ich glaube, dann werde ich das doch bei den anderen Standfuß auch mal ändern müssen. Aber ich habe so keinen Unterschied gesehen gehabt. So, jetzt muss ich hier nur. Ich werde nur auf der Rückseite erstmal
die Schutzfolie abmachen. Aber nicht ganz, sondern nur so ein Stück. Das sieht die. So, da haben wir doch. So. Ich würde natürlich auch noch Videos machen, wenn sie dann angebaut ist. Hoppala. So, und jetzt legen wir die mal hier so rein. Und dann nehmen wir die Snipseller-Aufkleber. Und hoppala, jetzt habe ich ein bisschen zu weit drüber geklebt. Da sieht man wirklich einen himmelweiten Unterschied. Habe ich vorher nicht so realisiert, muss ich ehrlich sagen. Also bei dem Standfuß für die PS4 habe ich es nicht gesehen. So, dann kann man hier schön lang streichen. Dann haben wir noch einen Aufkleber für die Mitte. So. Und dann habe ich ja noch einen, mehrere. So. Dann nehmen wir noch einen für hier hinten. Obwohl, da hätte ich dann doch bündig machen können. Das mal. Die Klemo wie Sau, die Dinger, die sind gut. Kannst du richtig gut kleben und wieder ablösen, ohne dass du dir Sorgen machen musst. So, ich mache das nämlich jetzt bündig hier. Ich zeige es euch auch gleich. Und die Folie wieder drüber, dass hier nicht so viel zerkratzt wird. Obwohl, die Rückseite ist egal, wenn die zerkratzt wird. So, die siehst du ja sowieso später nicht. So. Müssen wir das erstmal wieder anbauen hier. Ach Herrgott, Kruzifix Terminal. So. Jetzt sind die Aufkleber. Oh Gott, sieht das geil aus. Leck mich am Arsch, sieht das geil aus. Ich mach mal hier verschiedene Farben. Leute, Leute, Leute. Also wenn ihr das hier so sehen würdet, so wie ich es sehe. Oh Gott, sieht das geil aus. So, jetzt machen wir mal hier Effekte. Wir schalten nur mal die Effekte so ein bisschen durch. Können wir dann die Tempomesser runter machen von dem Rainbow. Ich finde Rainbow auch total schick. Oh, das sieht wirklich geil aus. Und Leute, ich sag euch so, wie es ist, wenn die Folie ab ist, auf beiden Seiten, dann leuchtet das noch viel, viel, viel intensiver. Das sieht richtig geil aus. Das sieht mega geil aus. Auch hier schön die Seite. So, boah, das sieht so geil aus. Der Turn-On hat mir das nämlich auch gesagt. Der hat nämlich seinen PS5-Standfuß hat er auch so gemacht, dass die LEDs praktisch so verkehrt rum sind und nach. Ich glaube, ich werde das doch mal ändern müssen, ey. Weil so, bei dem sehe ich jetzt wirklich einen Unterschied. Boah, sieht das geil aus. Also es sieht wirklich top aus. Es sieht wirklich, wirklich top aus. Jetzt kann die Große mal gucken. Was sagst du? Ja. Ist schön.
Finde ich auch. Finde ich. Und wenn man das halt nicht so hell haben will, man kann das halt auch. Ich mach mal jetzt kurz. Ja. Falsch. Hier. Oh. So. Ich mach mal kurz Farbe rein. Und zwar. Das ist jetzt ein reines Blau. Und wenn wir jetzt hier. Können wir jetzt die Helligkeit einstellen. Das ist jetzt das hellste, das ist das dunkelste. Aber ich denke mal, da sieht man, dass das da verschiedene, dass das mit verschiedener Helligkeit ist. Fünf, sechs, sieben, acht, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Sieben Helligkeitsstufen. Und wenn ich acht mache, wird er dunkel. Sieht doch geil aus. Sieht mega geil aus. Ich bin voll und ganz zufrieden. Kamera mal hoch machen. Ich werde auch dann das mal hier so stehen lassen. Und dann werden wir die Nacht mal, oder werde ich heute Nacht vielleicht nach einem Hangout nochmal ein kurzes Video machen. Das werde ich vielleicht mit Kamera machen oder so. Da dann extra nochmal Kamera aufbauen, ist blöd. Und dann von der PS5 und vom PS4 Standfuß dann auch mal bei Dunkelheit nochmal ein Video machen. Müssen wir mal gucken. So, ich hoffe, hat euch bis jetzt gefallen. Däumchen wären Träumchen natürlich. Qualität ist top. Super verarbeitet. Es ist wirklich, und wenn ich sage Millimeterarbeit, meine ich Millimeterarbeit. Die PlayStation, also die ist hier drinne. Das ist hier ist, die Schrägen, die stimmen hier überein wie nichts. Also alles bündig. Also hier ist, die, ist nicht so, dass die PlayStation übersteht, also über dem Plaste, oder dass das Plaste größer als die PlayStation ist. Nein, das ist so Maßarbeit, dass das ist ein fließender Übergang. Also wenn ich hier so rüber reibe, komme ich von Plaste schräg auf die schräge PlayStation und zack, wieder aufs Plaste. Ohne, dass da irgendwo eine Kante irgendwas ist. Man kann sie auch zusätzlich noch ein bisschen hin und her schieben. Ey, das ist richtig geil. Die Wandhalterung ist top. Die ist wirklich top. Und viele haben auch Angst, die wackelt so ein bisschen oder könnte rausfallen. Ja, so ein bisschen halt, na klar, weil sie hochkant steht. Aber hier ist nichts, dass da irgendwie. Also da bräuchte man keine Angst haben, sage ich euch so, wie es ist. Vielleicht. Hoppala, jetzt habe ich abgemacht. Was vielleicht auch noch Verbesserung, eine kleine Verbesserung wäre, wenn man noch 1-2 cm nach oben ranhängt. Dass es hier oben bündig ist. Mit der PlayStation. Dass sie dann, weil wenn sie dann oben bündig ist, dass dann vielleicht oben, dass man da dann noch ein bisschen Lichtschein hat. Ich weiß jetzt nicht, wie es aussieht, wenn man so eine Wand hat, ob dann hat man den Lichtschein halt hier oben hinter der PlayStation, ob der hier oben noch großartig zu sehen ist oder viel. Wäre jetzt nur gerade so eine Idee. Werde ich heute Abend mal ansprechen. Nee, morgen Abend. Morgen Abend im Q&A mit Snapseller werde ich es mal ansprechen. So. Dann würde ich jetzt hier auch erstmal einen Cut machen. Wir haben uns den, obwohl wir lassen, wir können die ja mal so drinnen lassen. Ich lasse die jetzt hier einfach auf den Tisch stehen. Josie braucht die PlayStation ja heute nicht mehr. Doch. Warum? Deine Zeit ist sowieso vorbei. Nein, noch nicht. So. Und dann mal hier alle zusammenpacken. So. Ja, nichtsdestotrotz hoffe ich, dass es euch gefallen hat. Wenn ihr Fragen habt, wie gesagt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns wieder im nächsten Video. Wir werden gleich den PS5 Wandhalterung auspacken und testen. Die werde ich auch dann schon vorbereiten. Also der glückliche Winner, der braucht sie nur noch an die Wand schrauben. Die LEDs werde ich schon festmachen, damit sie dann, müssen wir mal gucken. Damit man das halt auch vernünftig filmen kann.
Ja, ich bin dann jetzt weg. Däumchen wären Träumchen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ahoi. Sagt euer Odin.